Weil es Winter ist, natürlich. Und damit herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge. Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Jetzt ist mittlerweile alles verloren. Wir sitzen in der Elfenwelt, in der Feenwelt fest. Nuri hat auf den Seher gehört und ist mit ihm gegangen. Er bringt sie zur Harfe. Hier ist das Monster, was uns beinahe getötet hätte. Und ja, wir sind wohl... Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Wenn ich so kriege? Warum ist der Brunnen... Ja, okay, das ist bei beiden Seiten. Weil ah. Ja, okay. Du bist... Okay. Die kann ich anklicken hier. Sie flüstert etwas. Ich glaube, sie sucht ihre Tochter. Was ist das? Sie besteht aus reinem Licht. Alles still. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Ich weiß es nicht. Alter, wie viele sind das? Hey! Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Verloren? Es gibt immer einen Weg. So viele Gestalten. Sind das Totenlichter? Flüstern wie Geister. Ich weiß es nicht. Was auch immer das ist, es ist kein Weg zurück. Ich muss das Tor in den Traumgemächern finden. Da bin ich durchgefallen? Wie auch immer das funktioniert hat, ich habe es hoffentlich zerstört. Ja, damit haben wir wohl hier alles abgeklärt. Schade, dass wir den kleinen Gnom da nicht mitnehmen können noch, aber... Nanu. Hey, du! Wo, wer bist du? Was willst du hier? Wo kommst du her? Los, sprich! Ja. Mein Name ist... Nein, ich bringe dich lieber gleich zur Königin. Komm mit! Nein, ich... Keine Widerworte, geh voran! Okay... Eure Hoheit... Meine Königin, freier Geist über freien Geistern. Dieser Fremde war im großen Saal. Ich habe ihn... Sofort brachte ich ihn zu eurer Majestät. Denn was zu tun ist, wisst allein ihr. Der Junge mit dem Nachthaar? Es ist gut, Wächter. Ihr hat wohlgetan. Nachthaar? Warum nennt ihr mich so? Der Vogelmann? Hat das Kommen des Nachthaarigen erwartet, doch offenbarte der Allweise uns nicht, welches Schicksal der Jüngling nach Nairut-Neva tragen wird. Der Vogelmann. Schweig er! Wir haben ihm nicht erlaubt zu sprechen. Weshalb hat der allmächtige Vogelmann nach ihm Ausschau gehalten? Er mag das Ende bringen, aber auch einen neuen Anfang. Was also sollen wir mit ihm tun? Einkerkern, verbannen, töten lassen oder in gastfreundlichen Gewahrsam nehmen, bis wir die Träume des Allweisen zu deuten vermögen? Ich würde sagen, ich will mal zurück in meine Welt. Bitte, Majestät, lasst mich einfach wieder in meine Welt. Ich muss jemanden retten, der mir sehr viel bedeutet. Das ist ein einzelnes Schicksal. An unseren Entscheidungen hingegen hängt das Schicksal einer ganzen Welt. Aber sie ist eine Fee, so wie ihr. Eine Fee? In deiner Welt? Wer diese Welt verlassen hat, ist niemals mehr eine Fee. Gut, dann bin ich jetzt empört. Ihr könnt mich nicht töten. Für sowas habe ich keine Zeit und ich habe nichts getan. Ich kann, Nachthaar, um Böses zu vermeiden. Er bringt womöglich Unglück. Ich finde die nicht nett. Unglück, Unheil. Ich will es nicht mehr hören.
Ich versuche doch nur, das Richtige zu tun. Respektloser! Absicht und Ergebnis sind zweierlei. Er fühlt sich getroffen. Das macht ihn verdächtig. Wir müssen viel bedenken. Ist sein Kommen gut? Ist es schlecht? Die Entscheidung muss mit Bedacht getroffen werden. Er soll uns fürs Erste erhalten bleiben. Dann lasst mich endlich gehen, Majestät. Zurück in meine Welt. Unmöglich! Das Tor führt allein zu uns nach Nairut Neva und nie mehr zurück. Ich kenn aber da so... Aber das Augenwesen sagte, dass es in den Traumgemächern ein zweites Tor gibt. Hat es das? Das Okulunculus wagt es? Kaum weiß es seine Neugier zu bändigen, da schlägt es uns mit seiner Geschwätzigkeit. Und er, Nachthaar, nimmt sich heraus, nach den verbotenen Gemächern zu fragen? Majestät, ich will nur... Er schweige! Was soll mit dem Nachthaar geschehen? Meine Träume sind undeutlich. Wie soll ich entscheiden? Eine unmögliche Aufgabe. Allerdings? Warum nicht? Soll er diese Aufgabe selbst lösen? Ja! Höre er unseren Entschluss. Der Kampf, den die Geschicke in ihm austragen, soll sich an drei unmöglichen Aufgaben entscheiden. Wenn er sie löst, gewähren wir ihm Zutritt zu den Traumgemächern. Unmögliche Aufgaben? Was soll das... Still! Ist es wirklich sein Schicksal, Nairut Neva wieder zu verlassen, so wird er dafür auch Unmögliches leisten können. Denn niemals geht das Schicksal fehl. Na dann, her damit. Also gut, was sind das für Aufgaben? Die drei Aufgaben lauten: Er bringe uns einen Apfel aus dem Garten. Er errichte hier eine lebensgroße Statue von uns in allen sechs Farben des Regenbogens. Er bringe die Statue des blinden Vogelmanns dazu, uns anzusehen. Sobald alle Aufgaben gelöst sind, darf er die Traumgemächer betreten. Und nun prüfe er sein Schicksal. Ich soll einen Apfel holen. Ja, komm, wir beklauen die Königin erstmal. So, hier. Alles mitnehmen. Oh, nein, Moment, halt. Hier geht's doch nach da. Regenbogenkönigin. Also, ich mag die alte schon mal gar nicht, aber gut, passt. Hier geht's. Statue? Lalalala. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört. Ja, glaube ich aber auch. Okay, gehen wir mal durchs Fenster. Was ist das denn? Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Da summt nichts. Die Bienen halten wohl Winterschlaf. Ist mir eigentlich auch lieber. Der Apfelbaum. Das ist der Baum? Er ist verblüht. Woher soll ich jetzt einen Apfel bekommen? Alles klar. Warum ist immer alles unerreichbar? Der Baum ist verblüht. Ich habe Nuris Zauber aber noch. Aus einem verblühten Baum einen Apfel zu bekommen. Warum ist immer alles unerreichbar? Ist natürlich schwer. Dahinter sind der Pfau und der Wasserfall. Wo liegt dieser Garten eigentlich? Ich weiß, wo er liegt. Und wir werden gleich mal die erste Aufgabe jetzt lösen, lieber Geron. Denn... Klack. Nicht genug Zunder, um so viel Eis zu schmelzen. Ach so, na dann. Hm? Nein. Mein Kopf ist leer. Mist. Wieso machst du das nicht?
zerbricht nicht. Okay, schade. Ich dachte, es wäre vielleicht so einfach, das erste Rätsel zu lösen. Einfach zerbrechen und schon reinkommen. Aber anscheinend nicht. Zu weit weg. Es ist Sonnenuntergang. Woher weißt du das? Hallo, kannst du sprechen? Wie? Diese Stimme habe ich hier noch nie gehört. Ich heiße Geron. Ich bin noch nicht lange hier. Noch nicht lange? So, so. Dann sei dir noch einmal verziehen. Natürlich kann ich sprechen. Ich bin ein Pfau. Der Ur-Pfau, um genau zu sein. Pavauris ist mein Name. Also rufst du die Stunden aus? Nein, mein prächtiges Federkleid zeigt sie an. Ach so. Ja, möchtest du etwas Bestimmtes? Hast du keine Augen? Nicht mehr. Die habe ich bei der Ausbildung eingebüßt. Ach, mit der Zeit müssen wir alle Opfer bringen. Aber ganz besonders für die Zeit. Vermisst du deine Augen nicht? Nein, ich habe doch Ohren. Okay. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Okay. Du weißt also immer... Und ich der... Du weißt... Und ich der... Wind? Woran merkst du so genau, woher der Wind weht? Tja, ohne Ausbildung erscheint es wie ein Mysterium, nicht wahr? Ich erkenne es an der Art, wie der Einsiedler seufzt. Wer? Er sitzt genau über uns. Du erkennst ihn an seiner großen Nase. Okay, gut. Musst du als Uhrenpfau immer wach bleiben? Wo denkst du hin? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Okay, gut. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Alles klar. Du hast ein prächtiges Gefieder. Nicht wahr? Das hat mein Freund Okulunculus auch immer gesagt. Das Augenwesen? Ja, wir waren Freunde. Doch seit seinem letzten Geburtstag hat er mich nicht mehr besucht. Okay. Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile. Aber es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstagsfest braucht unbedingt drei Dinge. Erstens... Spielleute, die auf glänzenden Flöten und schillernden Harfen für Musik sorgen. Zweitens? Ja, was war noch? Den Rest habe ich vergessen. Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Die Gesetzesmuscheln verbieten es. Dabei hat Okulunculus diese Feste so geliebt. Was für ein seltsames... Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Entschuldigt kurz, ich musste das mal kurz wegmachen hier. Dann störe ich nicht länger. Bist du der Einsiedler, du bist die Wache. Hier ist ein Brunnen. Muschel. Was bist du denn? Was für ein Einsiedler. Die Muschel flüstert etwas. Fortan sein Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Okay, gut. Ich wäre dafür, ein paar Gesetze zu missachten. Oder was meint ihr? Na hoch? Warum ist immer alles eine Art Wasserspiel? Aber er ist zugefroren. Okay, Feuer vielleicht? Ich bringe Unheil? Quinling würde sich die Haare raufen. Ach ja, der gute Quinling, wenn der wüsste, wo wir gerade sind, würde er sich, glaube ich, wirklich die Haare raufen.
Ach du Güte. Geht's ja überall hin. Huch. Was ist das denn? Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Okay. Das ist gar kein Bild, sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Was? Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwenlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Ich bin... Moment. Vielleicht hat Nori recht. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Und was bist du? Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Eine Koboldstatue oder ein Opfer des Augenwesens. Kristalle? Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Nanu, was war das denn? Moment. Guck mal auch an die Wand dran. An der Wand ändert sich auch was. Und wenn ich den jetzt hier reinhänge? Na hoppala. Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides. Ein seltsamer. Rot, gelb, grün, blau, violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, orange fehlt. Warum fehlt orange? Und was bist du? Hallo Fisch. Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Mit dieser Statue würden sich die Feen bei den Fischköpfen in Nostria sicher Freunde machen. Wie wohl die nostrische Königin in Andergast empfangen wurde. Ob inzwischen jemand die Zauberkrähen aus ihrem Gästezimmer vertrieben hat? Ein Speer. Huch! Nimm da mit, okay. Ich guck mal, was passiert, wenn ich den Kristall hier entferne. So kann ich es nicht betreten. Es ist flach. Eine Treppe? Huch, wie bin ich da jetzt rausgekommen? Ah, ich habe den Kristall wieder eingefügt, alles klar, okay. Sehr seltsam alles. Huch! Der Ring. Das ist der Ring vom Seher. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Das ist der Vogelgott. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das, der Seher war auch in dieser Welt? Und warum beten die Feen ihn an? Hat er sich hier zum Gott aufgeschwungen? Das wäre fatal. Ich komme ja auch nicht rüber. Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Nanu? Wie komme ich denn von hier nach da? Hä? Okay. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Und wer bist du? Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Okay. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Das bringt mir aber auch nicht viel. Weiß auch nicht. Ich glaube, hier brauche ich einen Schlüssel. Den wir allerdings nicht haben. Das kann ich nicht zerstückeln. Ich glaube, da kann vielleicht das Messer reinstecken.
Okay. Tja. Das wird's wohl erstmal gewesen sein, Leute, für heute. Und ja, in der nächsten Folge haben wir dann nur 3 Quests zu lösen. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch recht bald schaffen. Tun wir nochmal so aus Langeweile noch einmal was. Wird doch nichts. Wird nichts, okay. Na dann, bis zum nächsten Mal. Dann fragen wir das Zauberwesen mal hier, was eigentlich los war mit der Geburtstagsfeier. Ciao.